Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das neue Jahr hat gerade begonnen. Die Lichter des Christfests leuchten uns noch. So feiern wir Gottesdienst hier in St. Lukas und Sie zu Hause sind eingeladen, mitzufeiern. Hier ist Raum für Freude über das, was uns geschenkt ist. Auch unseren Kummer bringen wir mit. Und das, was nicht gut ist, kann beim Namen genannt werden. Denn Gott ist Mensch geworden. Wo wir uns verlieren, findet er uns. Kommt und lasst uns Christus ehren, Herz und Sinnen zu ihm kehren. Singet fröhlich, lasst euch hören, wertes Volk der Christenheit. Sünd und Hölle mag sich grämen, Tod und Teufel mag sich schämen. Wer die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin. Sehet, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben. Dieser kann und will uns heben aus dem Leid ins Himmels Freund. Lesung aus dem Evangelium des Lukas im 2. Kapitel. Die Eltern Jesu gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesu in Jerusalem und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?« Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus wächst auf nach guter alter Sitte, das Kind einer typisch jüdischen Familie. Am 8. Tag nach seiner Geburt wird er beschnitten. Nach 40 Tagen wird er als Erstgeborener in den Tempel gebracht, wo die Eltern ein Opfer darbringen. Jedes Jahr pilgert seine Familie mit ihm zum Passafest nach Jerusalem. 12 Jahre ist Jesus zum Zeitpunkt, von dem Lukas erzählt. Genau das richtige Alter für ein jüdisches Kind, um sich mit der Bibel und ihrer Auslegung zu beschäftigen. Es ist aber auch die Zeit, wo die Eltern schwierig werden, die Zeit der Abnabelung vom Elternhaus. Und so beschreibt Lukas, wie Jesus den Eltern verloren geht. Zunächst bemerken sie es noch nicht einmal, denn sie sind es gewohnt, dass das Kind nicht immer in Sichtweite ist. Eine Tagesreise sind sie schon wieder von Jerusalem entfernt, als sie feststellen, dass Jesus nicht da ist. 3 Tage suchen die Eltern nach dem 12-Jährigen, 3 Tage voller Angst. Endlich finden die Eltern Jesus im Tempel zwischen Schriftgelehrten. Er hört ihnen zu und stellt Fragen.
eine klassische Lehrhausszene, ein innerjüdisches Gespräch mit gegenseitigem Zuhören, Fragen und Antworten. Jesus interessiert sich für die Meinungen und die Schriftauslegungen der anderen. Was aus Jesus wird und was sein Auftrag ist, wird sich ihm aus der Schrift erschließen. So erklärt es der Auferstandene am Ende des Lukas-Evangeliums seinen Jüngern beim Gang nach Emmaus. Der Auftritt der Eltern sprengt die Szene. Wie es typisch ist für Eltern und pubertierende Jugendliche, reden die Eltern und Jesus aneinander vorbei. Der Vorwurf der Eltern, wie konntest du uns das antun, läuft ins Leere. Jesus kontert mit der Frage, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Die Eltern verstehen Jesu Antwort nicht. So, als wären sie gar nicht dabei gewesen bei den wundersamen Ankündigungen und Ereignissen rund um Jesu Geburt, von denen Lukas zuvor erzählt hat. Auch wir leben weihnachtsvergessen, als wäre Gott nicht in der Welt und uns nahe. Das Kind in der Krippe geht uns verloren, 10 Tage, jetzt schon vielleicht nach Heiligabend, in dieser merkwürdigen Zeit. Oder es hat uns noch gar nicht berührt. Was den Eltern und uns zu verstehen aufgegeben ist, ist Jesu besonderes Verhältnis zu Gott. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist, ist die erste Aussage Jesu, die Lukas überliefert. Jesu letztes Wort am Kreuz ist: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Daran lässt sich ablesen, worum es Jesus geht. Er lebt als Sohn des himmlischen Vaters. Jesus Christus ist Sohn Gottes auf eine einzigartige Weise, aber nicht exklusiv. Er ist Sohn Gottes für uns, damit alle Menschen Söhne und Töchter Gottes sein können. Nachdem deutlich geworden ist, dass Jesus da sein muss, wo Gott ist, geht er wieder mit seinen Eltern nach Nazareth zurück. Bleibt nicht im Tempel als junger Gelehrter, als Wunderkind. Er lebt das ganz normale Leben. Gott ist nicht so im Tempel gegenwärtig oder im Gottesdienst, dass er nur dort zu finden wäre. Er ist nicht nur zu finden im Gespräch oder im Nachdenken über die Schrift. Gott ist auch im Alltag. Dazu erzählt die jüdische Überlieferung 2 Anekdoten. Als Rabbi Yitzchak ein kleiner Junge war, fragte ihn jemand: Yitzchak Meir, ich gebe dir einen Gulden, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Er antwortete: Und ich gebe dir 2 Gulden, wenn du mir sagst, wo er nicht wohnt. Eine andere Anekdote lautet: Rabbi Mendel von Koschk überraschte einst einige gelehrte Männer, die bei ihm zu Gast waren, mit der Frage: Wo wohnt Gott? Sie lachten über ihn. Was redet ihr? Ist doch die ganze Welt seiner Herrlichkeit voll. Er aber beantwortete die eigene Frage: Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel will uns helfen, dass wir Gott einlassen, damit wir ihn überall sehen, die Dunkelheit aushalten, wenn wir ihn nicht sehen. In Jesus ist Gott da. Dieser Jesus kommt uns immer wieder abhanden, aber er kann nicht verloren gehen. Er ist, wo Gott ist. Und durch Jesus lernen wir, dass Gott überall ist, auch im Widerstand und Scheitern, in Einsamkeit, Schuld und Tod und im Mut zum Leben und im Antlitz des anderen Menschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Der Morgenstern ist aufgebrochen, er leuchtet dahin zu dieser Stunde, wo immer Berg und See wird und Ahorn, wo freut sich zu sich Let's go.
Was uns im Kopf herumgeht und auf dem Herzen liegt, das bringen wir vor Gott mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen den Tag und das kommende Jahr mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.